Glück auf und hallo aus Austin in Texas. Austin, 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 viel Spaß dabei. Tag zusammen. Habt ihr Lust, mit mir ein bisschen durch Downtown zu spazieren? Ich habe mir heute mal überlegt, wir gehen mal die ganze Congress Avenue. Die geht von der 1. bis zur 11. Straße, also von hier unten am Lady Bird Lake, wie die Einheimischen, hätte ich fast gesagt, den Colorado River nennen, bis hoch zur 11. Straße. Da ist dann auch das Kapitol. Die ganze Straße ist circa 1,1 Kilometer lang und ich habe sie komplett für euch gefilmt. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig, aber ihr wolltet Bilder aus Austin sehen, ihr kriegt Bilder aus Austin. Keine Angst, wir sind schon bei der 3. Straße, also es dauert nicht mehr lange. Ja, aber damit es nicht ganz so langweilig wird, vielleicht schneide ich euch noch ein paar Katzenvideos rein. Katzenvideos gehen ja immer, habe ich mir sagen lassen, auf YouTube. Ach komm, hier habt ihr eins, ein Katzenvideo für euch. Nee, wie süß. Und weiter geht's. Ja, wir sind tatsächlich die ganze Straße gelaufen, sehr zum Leidwesen meiner Tochter, die immer gerne so einen Leimroller fahren würde, aber da musste sie durch. Wenn wir spazieren gehen, gehen wir spazieren. Die Congress Avenue ist übrigens Schauplatz von Quentin Tarantinos Dead Proof, todsicher aus 2007 mit Kurt Russell, der nur für den deutschen Markt produziert wurde. Den Vogel, den man übrigens hört, ist der Grackel, der offizielle Vogel von Downtown. Der piepst ein bisschen wie Meerschweinchen, sagt meine Tochter. Keine Ahnung, wie sie darauf kommt. So, wir nähern uns schon der 11. Straße. Hat doch gar nicht wehgetan, oder? Hier fängt schon so ein bisschen das Grün des Kapitols an, also der Vorgarten, sag ich mal. Da gehen wir gleich rein, ich nehme euch mal mit.
Das ist die 11. Straße. Im Hintergrund seht ihr schon das Kapitol. Das ist übrigens 92,94 Meter groß und damit größer als das Kapitol in Washington. Und darauf legen die Texaner sehr, sehr viel Wert. Also es ist das Parlamentsgebäude mit Repräsentantenhaus und Senat. In beide Säle kann man rein zur Besuchszeit. Wir mussten jetzt auch keinen Ausweis oder so abgeben, wie das vielleicht im Deutschen Reichstag ist. Einfach reingehen, sich einmal durchleuchten lassen und dann ist das Ding kostenlos zu besichtigen. Das Kapitol ist in 6 Jahren gebaut worden, haben wir uns sagen lassen, also von 1882 bis 1888. So, 1A Bildungsfernsehen hier. Da sind wir wieder, zu Hause in Deutschland. Ich habe noch einen krassen Jetlag, aber das war zumindest schon mal für euch die Congress Avenue. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, mit uns die Straße rauf und runter zu laufen, aber ihr wolltet ja ein bisschen was von Austin sehen. Die nächste Folge, die kommt bestimmt nächste Woche und da geht es dann die South Congress Avenue runter. Keine Angst, die ist nicht ganz so langweilig, da passiert ein bisschen mehr. Da gibt es ein bisschen mehr Trubel, ein bisschen mehr Geschäfte zu gucken. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Abonniert diesen Kanal, ja, macht die Bimmel an, damit ihr immer informiert werdet und wir sehen uns mit Sicherheit nächste Woche. Howdy!